Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Philipp. Hallo Martin. Und irgendwie zurzeit laufe ich an lauter Megaprojekte hin. Gut, hier wusste ich, was mich erwartet. Auch bei Gerhard, das ist der mit den 6 Riesenbürstenfilter, die Koi Lodge. Hier sind wir bei der Koi Lounge zu Hause. Und dann waren wir Jürgen Kirchen noch, auch Megagarten. Aber ich muss sagen, die Nummer, die du dir hier am Bauen bist, die übertrifft ja auch mal wieder alles. Wie bist du auf die Idee gekommen von der Teichform und wie du das hier alles baust? Du, ich bin so, wie ich halt bin, Freestyle. Ich sagte mir, ich hatte ein Ding, das muss so nah wie möglich ans Haus ran, dass wenn ich hier sitze, dass ich auch in der Nähe des Wassers bin. Und der Rest habe ich mal mit Witter dann den Spray genommen und habe da mal ein bisschen angezeichnet, wie das vielleicht kommen könnte. Und dann, ja, vielleicht auch noch ein bisschen verschoben da. Dachten wir, okay, machen wir noch eine Flachwasserzone. Ja. Einfach so Freestyle, ja. So, und als ich hergekommen bin, dann habe ich mir das angeguckt. Und jetzt erzähle ich einen coolen Dialog mit Philipp. Dann habe ich gesagt, wie groß ist er? Sei es so 180.000, hätte ich jetzt geschätzt. Dann sagt er, nee, er hat einen Geometer da, also jemand, der das professionell macht. Und er hat ihn ausgemessen. Und es sind genau 101.500 Liter. Bei 1,45 Meter Wasserstand. Wasserstand sind es 101,5 Kubik, ja. So, und jetzt kommt das Interessante an dem Dialog. Dann sage ich, für was machst du so einen Scheiß? Nachher später Wasseruhr füllen, dann weißt du doch, wie viel Wasser du da drin hast. Dann sagt der Philipp ganz locker, ja, aber ich muss ja jetzt meinen Filter planen, weil am Filter hat er noch gar nichts gemacht. Ich muss jetzt meinen Filter planen, ich muss wissen, wie groß er ist, wie viel Rohrleitung brauche ich, wie viele Pumpen brauche ich, weil ich hätte jetzt gesagt 180.000 Liter und dann hätte ich hinten nachher eine Filterkammer gehabt, die ums Doppelte zu groß gewesen wäre. Klar, man kann das immer irgendwie schätzen, machen, tun, aber Philipp weiß jetzt ganz genau, das sind 101.000 Liter und kann nachher jede Behandlung exakt auf einen Liter machen, wenn mal behandelt werden muss. Und das ist schon eine coole Geschichte. Wie hast du den Unterbau gemacht? Unterbau ist alles massiv, wie ein Haus eigentlich, alles betoniert, Wände betoniert, Eisen drin. Bodenplatten. Ja. Genau. So, und 20 cm Beton. 20 cm Beton. Ja. Und wie viele Bodenabläufe hast du drin? 7 bis jetzt. Sieben und 2 Skimmer. 2 Skimmer passt auch. Und Rückleitung hast du 8, glaube ich. 8 habe ich, ja. Und bis zu dem Rohbau jetzt ist es fertig laminiert. Wie lange war der zugange mit dem Spiel hier? Ein Mann, wie lange war der hier? 5 Tage? Zum Laminieren? Ein Mann. 5 Tage hat es komplett rauslaminiert. Zuerst abschleifen, Hohlkehle, da die Hohlkehlen am Rande rum, abdichten der Rohre, Laminat drauf und so weiter. Eine Woche Maximum. Also ich habe schon viel Laminatarbeiten gesehen, muss aber wirklich sagen, hier kann man es ja noch beurteilen, weil noch kein Topcoat drauf ist, kein Gelcoat drauf, das sieht schon richtig, richtig geil aus. Und der Gesamt mit Aushub und Rohbau und allem, 3-4 Monate? Ja, jetzt sind wir seit 3 Monaten dran, aber wir machen das natürlich, also Vito und ich und ein paar Freunde machen das am Abend oder meistens samstags. Ja, das ist ja keine Firma hier, die das baut. Ich baue zwar mit Firmen zusammen, die mir zum Beispiel jetzt, wie gesagt, das Laminat machen, aber Aushub, Steine und so weiter, haben wir alles selbst gemacht. Also bei den Felsen habe ich zuerst gedacht, dass es Kunstfelsen seien, weil die eigentlich häufig genau so aussehen. Aber ich habe dann mal dagegen geklopft und habe dann gemerkt, das ist alles, aber kein Kunstfels. Wie viel wiegt der hier jetzt? Der ist 2,7 Tonnen. 2,7 Tonnen? Ja. Und da habt ihr einfach das hinterbaut und unterlaminiert? Nee, wir haben zuerst auch wieder bis hoch gemauert. Dann kam der Kran, der große Kran. Haben den mal hingesetzt, sodass er passt, oben auf die Mauer und dann ausgeschnitten, die Mauer eigentlich. Wieder zugemörtelt und jetzt abgedichtet. Und der ist dann von unten ran laminiert? Genau. Wahnsinn. Also wir setzen keine Steine vorher, wir setzen die oben drauf, denken, ja mal, das kann passen. Drehen den noch auf die richtige Seite und dann wird dann ausgefräst, der Beton, und reingesetzt, bis er dann passt. Was ist das für ein Stein? Wo kommt der her? Weißt du das? Das ist, kommt aus der Schweiz, aus dem Kanton Glarus. Also der ist so natürlich gewaschen, wie der man ist, das... Ja, natürlich. Also nicht irgendwie geschliffen, also der würde von über Millionen Jahren wahrscheinlich so ausgewaschen. Ja. Ja. Aber du lässt da jetzt kein Wasser drüber laufen? Da nicht, nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist Natur und soll so bleiben.
Ich habe schon einen Springbrunnen gemacht, aber das genügt eine. Ja, da hinten. Muss ich ja ewig auf die Toilette, wenn die ganze Zeit da. Spricht aber auch nicht gerade von Blasenstärke. Nee. Pass auf, da unten ist Wasser drin. Ne? Ich wäre jetzt gerade fast noch den entscheidenden Schritt nach vorne gegangen. Dann hätte es Klatsch gemacht. Und steh nicht zu weit außen auf die Platten, müssen die zuerst hinterfüllen. Ah, okay. Hier, das ist der komplett tiefe Teil. Genau. Mit 1,45 wirst du da nachher Wasserstand haben. Ja. Das ist echt ein. Sieht mega geil aus. Aber du hast recht, man kriegt den wirklich mit einer Ansicht fast nicht drauf. Nee, das habe ich auch schon gemerkt. Ich bringe das nicht auf ein Foto. Doch, hier ist es drauf. So können wir es nachher fotografieren. Okay. Mega. Richtig geil. Und das, in welcher Farbe wirst du ihn anstreichen? Ja, so dunkel wie möglich natürlich. Aber am Schluss wird das ein Anthrazit sein, wie so PVC-Rohre. Wie eigentlich, ja. Wir sind ein bisschen Anthrazit-Fan, wie man das sieht. Ja, immer gut. Wieder Gestaltungselemente mit Anthrazit und der Zaun und so weiter. Und bis wann wollt ihr fertig werden? Morgen am liebsten. Nee, ich denke, also die Umgebungsarbeiten, für das braucht es noch ein bisschen, aber mein Ziel ist, dass wir da Ende Juli die Fischerei machen können. Ende Juli sollen schon die Fische rein. Gut, ja, mit Juni. Jetzt haben wir noch 1,5 Monate Zeit für die Technik. Und die Randgestaltung, hier kommt ja noch ein Holzdeck. Das sollte schon drin liegen, ja. Aber dass das nur 101 Kubikmeter sind, das macht das mich kann, immer noch. Das glaubt man kaum. Ne? Glaubt man wirklich nicht. Also wenn man auch von hier reinschaut, und Sie sehen das jetzt auf dem Bild auch eindrucksvoll, das sieht also nach 150 Kubik auf jeden Fall aus. Also ich würde mal vorsichtshalber auf die Wasseruhr schauen, wenn ich ihn fülle. Meinst du, ich muss noch den zweiten Geometer kommen lassen? Das nicht, schau einfach auf die Wasseruhr und plan mal einen Filter für 150. Nee, aber ich muss jetzt mal so sagen, ich habe dann auch mal alles so in Quadrate eingeteilt, um die Fläche zu berechnen. Und ich kam da auch plus minus auf 100 Kubik. Okay. Und ich sagte von Anfang an, bevor ich gebaut habe, mehr oder um die 100 Kubik Maximum. Und darum haben wir dann auch noch die Flachwasserzone etwas größer gemacht oder groß, dass wir nicht überdimensional viel Wasser haben, für Wasser viel Tiefe. Wie tief ist die Flachwasserzone? 60, 70? Ja, die ist nachher um die 70 cm gefüllt. Die Koi werden es lieben, da bin ich mir ganz sicher. Wie wirst du die Strömung anlegen? Zwei Kreisströmungen hier entgegengesetzt. Genau. Es gibt so wie zwei Kreisströmungen in einer Acht. Ja. So wie eine Acht. Echt coole Form. Ja. Bin gespannt. Ist mal was anderes und strömungstechnisch nicht so optimal, aber. Nö, ich glaube, also durch die vielen Rundungen wirst du sehen, der strömt richtig geil nachher. Also da darfst du dir ganz sicher sein. Du hast ja da hinten eine starke Rückleitung. Ja. Dann kannst du hier wieder rauspusten. Hier. In die Richtung. Hier da wieder hinten. Lang. Da. Also die werden drehen wie der Teufel. Das ist sicher. Hinten habt ihr noch eine Treppe drin. Ihr wollt also auch baden. Nee, nee. Nee, das ist der einzige Grund für die Treppe ist für die Tiere, dass die irgendwo rausfinden. Ach, so, ihr habt ja euren Kiro. Geht er ins Wasser? Nee, aber der kann ja mal reinfallen oder auch für Kinder. Du bist ja verpflichtet in der Schweiz, dass du eigentlich dich abschützt, also dass du dich schützt, dass da die Kinder auch rauskommen, wenn mal was passiert. Also auch, dass ihr eine Ausstiegsmöglichkeit ja, plus, habt? Ja, plus muss alles eingehakt sein. Das ist bei uns auch, da hast du die Verpflichtung. Vielleicht hast du ja auch mal Besuch. Oder, ja, es war einfach wirklich rein aus Sicherheitsgründen auch. Klar, vielleicht werde ich da auch mal meinen Zehen reinstecken, aber ja. Aber nur, wenn dein Zehen das wirklich will. Genau. So. Filtertechnisch hast du mittlerweile, wie ich heute erfahren habe, umdisponiert zu dem, was du ursprünglich, also ich glaube, heute hatte ich Glück, dass meine Kamera nicht umgefallen ist. Ach du Scheiße! Na guck. Hast du auch umdisponiert, das schauen wir uns im nächsten Block an. Auch das sieht brutalst massiv aus. Ja, wie und alles. Das ist schon ein Mörderprojekt. Aber ich glaube, du brauchst noch ein paar große Fische. Also es ist jetzt nicht, dass ich das mit dem weinenden Auge sage. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Martin, soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Ich mache die, glaube ich, selber groß. Okay, das stimmt. Also, Philipp, vielen Dank. Wir werden in Kürze dann wieder aufschlagen. Ja, in Kürze. Wir werden uns das anschauen, wie es fertig aussieht. Bitte? Nimm dir Zeit in Kürze. Wir brauchen noch ein bisschen. Ja.
Wir werden sehen. 2 Monate. Aber Ende Juli kommen Fische rein. Ja. Da musst du kommen, das wird ein Highlight. Das werden wir filmen, wie die Fische umgesetzt werden, wie wir sie in der Lounge verpacken und wie wir sie hier dann einsetzen. Philipp, vielen Dank. Danke und jetzt dir. Machen wir uns an den zweiten Block. Ciao.